Moin meine Freunde, hier ist wieder Christian Lutz am Start mit einem neuen Video. Wir sind hier in Hamburg unterwegs, ein richtig geiles Projekt. Und zwar sind wir mit der Country Bikes Banana Ramp unterwegs. Und ja, wir sind hier am Hamburger Hafen, haben hier einen richtig geilen Hintergrund und werden jetzt in der fetten Quarter ein paar richtig geile Airs springen. Hier die fette Beleuchtung. Ja, wir haben hier noch einen Profi dabei aus England, den Greg Ehlingworth. Der wird da gleich auch mal ein bisschen rauszimmern. Und ja, das werden ein paar richtig geile Fotos. Ich werde die Kamera gleich mal ein bisschen hinstellen. Der Simon von Country Bikes wird auch ein bisschen filmen. Und dann schauen wir mal, was wir aus dem geilen Monster rausmachen können. Das Ding ist echt massiv. Also das Ding ist ja über 2 Meter. Ich würde mal sagen 2,20 Meter bis 2,30 Meter. Und ja, vor der geilen Skyline in den Hafen. Einfach nur super geil. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und jetzt geht's los. So, jetzt wollte ich eigentlich Radfahren. Mit dem Korbmacher hier, der hier am Handy chillt. Aber wir haben die Rampe ja schön nass gemacht, damit wir sie sauber machen können. Haben allerdings nicht bedacht. Einmal mit Profis arbeiten. Haben allerdings nicht bedacht, wie lange die braucht zum Trocknen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ist noch relativ nass und ja, wird noch einen Augenblick dauern. Ärgerlich. Simon hat jetzt schon ein bisschen gefilmt und jetzt stelle ich die Kamera noch mal hier hin und mache noch ein paar Solo-Shots. So, gerade noch einen richtig fetten Tailwhip-Air gemacht, der Korbmacher hat da noch ein richtig nice Foto gemacht. Und jetzt filmen wir den Greg noch ein bisschen. Juhu! Nice one! Der hat auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Wie verdammt krass hoch, Mann. Wahnsinn. Absolut geil. Der Greg Ehlingworth, ey, richtig kranker Typ. Und die geile Skyline hier. Es ist so geil, Leute. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht mitgemacht. Ich freue mich gerade mega. Hammer. So, die beiden machen noch ein paar Porträtfotos. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie geil der Hintergrund aussieht. Echt absoluter Wahnsinn. So eine geile Aktion hier. Ich feiere das echt mega. So, wir sind jetzt erstmal durch mit der Session. Wir werden die Rampe jetzt erstmal abbauen und wieder auf den Anhänger. Und ja, morgen geht es auf jeden Fall weiter. Da werde ich gleich mal rüber switchen zum nächsten Tag. Und wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin hier mit dem Korbmacher im Auto unterwegs. Der fällt ganz seriös und ja, wir treffen uns jetzt mit Greg und Simon und suchen uns den nächsten Spot. Wir sind hier mit dem Greg unterwegs und zwar ja, wieder am Hafen in Hamburg und ja, wir haben da gerade ein paar Shots mit einem Einzelteil der Banane gemacht und ja, jetzt geht's hier weiter. Super geiler Spot. Kann man vielleicht von da oben dann in die Quarter reindroppen und da ist halt eine massive Holzwand. Da werden wir einfach mal gucken, was da geht. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich bin gespannt, was der Greg da macht. Und ja, checkt's einfach mal aus. Das
der Korbmacher hat hier ein paar geile Fotos gemacht. Der Korbmacher ist nämlich riesiger Playboy-Fan. Das ist ein geiler Hase. Was hier ist, weil der das kann. Der kann was, der Playboy-Hase. Simon ist hier alleine am Arbeiten. Der hat Hilfe! Hilfe! Hier haben wir gerade noch was Geiles gefilmt. Und ja, jetzt gehen wir noch was essen, bringen Greg zum Flughafen. Vielleicht filmen wir noch schnell was an einem anderen Spot. Und ja, morgen geht's weiter. Der Greg fliegt heute, aber morgen fahren wir wohl noch ans Meer und filmen und machen Fotos mit mir. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin hier noch mit dem Korbmacher unterwegs, in dem Auto mit den dreckigsten Scheiben überhaupt. Ja, der Simon bringt gerade den Greg zum Flughafen, der haut wieder ab. Und ja, wir werden jetzt noch zum Afrika-Terminal, wo wir vorhin die Fotos gemacht haben und die Videoaufnahmen mit Greg. Der Korbmacher macht da noch ein paar Nightshots. Da lacht er so, ne? Der Lustmolch. Und ja, morgen geht's weiter, da fahren wir an die Ostsee und werden mal gucken, da machen wir mir noch ein paar Fotos und Videos, mal gucken, was da abgeht, und das seht ihr dann nächste Woche Samstag im Vlog. Da sage ich mal, tschüss!